So, willkommen wieder zu einer neuen Folge Pokémon Go. Und wir wollen heute wieder ein Shiny entwickeln, was ich noch nicht habe, was neu ist. Und wir sind ja ganz schlau unterwegs, deswegen werden wir was Besonderes machen, denn es geht um Grammurks und Grammchef, wie ihr hier seht. Und um euch ein bisschen Bonbons und Zeit und Sinnoh-Steine zu ersparen, wer also den Shiny-Eintrag im Pokédex haben möchte, aber natürlich auch den Glückseintrag im Pokédex haben möchte, aber natürlich auch den männlich und weiblich Eintrag im Pokédex haben möchte, da kann es sein, dass ihr so verkackt, dass ihr einmal normal entwickelt für den Pokédex, dann müsst ihr nochmal entwickeln, damit ihr das Shiny macht, dann müsst ihr vielleicht nochmal entwickeln, dass ihr das Weibliche habt, weil ihr nicht aufgepasst habt, und dann müsst ihr ja trotzdem nochmal entwickeln, um das Glückliche zu machen. Ganz entspannt geht es natürlich, wenn ihr ein männliches, normales habt. Nee. Auf jeden Fall, wenn ihr jetzt eins habt, eins, was lucky geworden ist, genau. Wir nehmen mal an, ihr habt eins, was lucky und männlich ist und ihr entwickelt ein lucky männliches, dann habt ihr ja den normalen Eintrag und den lucky Eintrag. Und dann nehmt ihr ein weibliches Shiny und schon habt ihr im Prinzip nur zweimal entwickelt, habt zwei Sinnoh-Steine ausgegeben, habt 200 Bonbons investiert, zwei genau, und habt damit alle vier Bereiche abgedeckt. Bei mir war es jetzt so, ich habe einfach meinen 100er damals entwickelt, deswegen habe ich den Eintrag hier gesehen, 2 gefangen, 1, okay, habe noch kein glückliches entwickelt, habe auch noch kein weibliches entwickelt und habe auch noch kein Shiny entwickelt. Ich müsste also jetzt noch 3 Grammurks entwickeln, damit das hinhaut. Aber ich habe mir da was vorbereitet, wieder mal. Deswegen schauen wir jetzt mal hier auf die Grammurksens. So, da habe ich jetzt ein glückliches. Aber das Glückliche ist männlich, wie man sieht. Sprich, wenn ich das entwickeln würde, hätte ich natürlich jetzt den Glückseintrag bei Grammchef. Aber es fehlt mir immer noch der Shiny-Eintrag und es fehlt mir immer noch das Weibchen. Deshalb lassen wir das Glücks-Grammurks jetzt einfach mal in der Hölle schmoren und schauen uns mal die Shinies an. Da haben wir hier ein männliches, das bringt uns also nichts. Hier haben wir ein weibliches, das könnten wir entwickeln. Dann haben wir weiterhin noch ein 100er, noch ein weibliches, das könnten wir auch entwickeln. Ein männliches, das brauchen wir also nicht entwickeln. Aber durch Zufall, das höchste, was wir haben, ist auch ein weibliches, genau. Das passt natürlich wie die Faust aufs Auge, weil man will ja immer, gerade bei der Weiterentwicklung, hohe WP haben. Und so habe ich jetzt hier eins mit guten WP, einem guten Level, Shiny und auch weiblich, dass ich hier jetzt den Sinnoh-Stein benutzen kann, um gleich den weiblichen Eintrag zu haben, den Shiny-Eintrag. Und dann fehlt mir einfach nur noch ein Glückseintrag. Da ist es dann egal, ob das Pokémon jetzt männlich, weiblich ist, wie auch immer, denn die habe ich ja beide abgehakt. Shiny ist das auch egal. Also im Endeffekt hätte ich das Glückliche jetzt auch entwickeln können, dass der Glückseintrag da ist und dann hätte das auch gepasst. Wir wollen jetzt aber erstmal das entwickeln, das Shiny Grammurks zum Shiny Grammchef. Und wenn ich noch genügend Bonbons habe und genügend Sinnoh-Steine, könnte ich theoretisch also das Lucky auch noch hinterher entwickeln, damit wirklich alle Felder abgeglichen sind und Grammurks und Grammchef komplett fertig. Ihr seht jetzt hier also, Grammchef sieht auch richtig genial aus, sehr edel, und das hat das ganze rosane oder pinke übernommen. 2149 Bonbons haben wir noch genug, Sternstaub haben wir auch noch etwas da. Und wir ziehen es einfach durch. Das ist heute die Spezial-Grammurks-Folge. Wir nehmen das Grammurks und wir entwickeln einfach nochmal mit einem Sinnoh-Stein und 100 Bonbons ein glückliches Grammurks, ein Lucky Grammchef. Also zu einem Lucky Grammchef, ein glückliches Grammurks zu einem Lucky Grammchef. Und dann schauen wir uns nochmal den Pokédex-Eintrag an. Denn dann müssten wir komplett alles haben, was es gibt. Ja, da seht ihr auch nochmal den Unterschied zwischen dem lilanen und dem dunkelblauen mit roten Flügeln. So, gehen wir jetzt zurück, schauen nochmal in den Pokédex rein. Müssen natürlich hier auf die 4. Generation ein Stück runter scrollen. Bam! Jetzt habt ihr vielleicht diesen Vorher-Nachher-Effekt. Ihr seht, es ist männlich da, es ist männlich shiny eingetragen, es ist
weiblich da, es ist weiblich, shiny eingetragen und es ist bei Glücks auch ein Eintrag vorhanden und deswegen der Hintergrund fertig. So muss es dann also aussehen, wenn ihr euren Pokédex wirklich komplett vollständig haben wollt. Alles glücklich, alles männlich, alles weiblich, alles shiny. Das ist mein Ziel, so versuche ich das immer bei jedem Pokémon hinzukriegen. Wie ihr seht hier bei Traunmagil, da habe ich noch was vor mir, denn da muss ich noch ein glückliches entwickeln, da muss ich noch ein shiny entwickeln, da muss ich noch ein männliches entwickeln, aber vielleicht kann man das ja wieder kombinieren, wenn man Glück hat. Ist natürlich schon ein deutlicher Unterschied, ob das hier so trostlos und langweilig aussieht oder ob das hier einfach voll gepumpt ist bis zum geht nicht mehr. Das war es aber von meiner Seite aus. Habt ihr auch schon einen Lucky Kramchef entwickelt? Habt ihr einen Shiny Kramchef entwickelt? Habt ihr männlich? Habt ihr weiblich? Habt ihr alles voll? Habt ihr es auch so wie ich? Schreibt es mal in die Kommentare, ob ihr das so sammelt oder ob der Pokédex euch nicht so wichtig ist. Hauptsache einmal den Eintrag und dann reicht das. Würde mich mal interessieren. Manche wollen da ja wirklich perfektionistisch sein, wollen da wirklich alles zu 100% voll haben. So, das war's aber von meiner Seite aus jetzt. Wir sehen uns dann einfach beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.